Hallo! Hi zusammen! Herzlich willkommen bei den Dice Brothers, dem YouTube-Channel von Blockspiele.de. Heute natürlich wieder mit dem Yogi und dem Dan. Und ich sag mal, willkommen zum Update-Video! Genau, zu einem vorgestellt Update. Eigentlich ist es ein kurz vorgestellt Update, aber kurz vorgestellt gibt es in unserem Portfolio nicht mehr so wirklich. Deswegen ist es ein vorgestellt Update und zwar zur Echos-Reihe von Ravensburger. Tada! Ich hol's mal rein. Und zwar haben wir den Teil 4, der Ring, gespielt. Wir haben den Teil 5, die Violine, gespielt. Und wir haben den Teil 6, Mord of X, gespielt. Das war richtig schön. Teil 6 mit Mord of X. Yeah. Richtig gut. Ja, Echos. Worum geht's bei Echos? Vielleicht, das sollten wir vielleicht als allererstes nochmal sagen, damit, wir haben das zwar schon für Teil 1 bis 3 gesagt, aber grundsätzlich geht's bei Echos darum, ein Fall zu lösen, eine Geschichte zu lösen, quasi ein Hörspiel wieder zusammenzusetzen. Genau, ein Kriminalfall. Genau. Die Hintergrundstory ist, dass ich als Ermittler Echos der bei dem Kriminalfall anwesenden Gegenstände hören kann aus der Zeit, wo das passiert ist und diese Tonschnipsel dazu verwenden kann, um den Fall aufzulösen. Genau. Und jedes dieser Fälle, das gilt für alle sechs, die es inzwischen gibt, besteht immer aus sechs Kapiteln. Ja, in diesen Kapiteln, die haben immer so eine Startkarte. Ja, die hat man von Anfang an zur Verfügung. Und dann muss man noch drei weitere Gegenstände jedem Kapitel zuordnen, denen dann auch immer so ein Tonschnipsel zugeordnet ist. Wichtig ist, man braucht natürlich das Handy, ne, die App dafür. Genau. Wir wollen jetzt nicht spoilern, aber ich hole mal kurz was dazu raus. Also wer sich gar nicht spoilern lassen will, der guckt jetzt einfach mal kurz weg oder hält die Kamera zu. Okay. Aber ich zeige euch wirklich nur das, was ihr sowieso sofort seht, wenn ihr das Spiel auspackt. Ja. Denn diese Kapitel haben hier so Cardboard-Style-Karten, sechs Stück. Das sind die Kapitel-Anfangskarten immer. Also da wissen wir, das ist auf jeden Fall der Kapitel-Anfang. Und dann haben wir insgesamt 18 Karten pro Spiel da drin, die einmal so Sterne zeigen, sieht man, ne? Genau. Hm. Und einmal die Sterne nicht zeigen, und zwar 9 Stück mit Sternen, 9 Stück ohne Sterne. Das sind diese zusätzlichen, ich zeige jetzt mal von denen ohne Sterne eine, weil die seht ihr sofort. Ne? Also nochmal, keiner Spoiler, zack. Das sind also die zusätzlichen Gegenstände, die ihr dann den Kapiteln zuordnen müsst. Genau. Und dann habt ihr also immer sechs Kapitel, wo jeweils drei Karten zugeordnet sein müssen. Die müsst ihr dann in eine richtige Reihenfolge auch bringen, damit ihr im Kapitel die richtige zeitliche Abfolge habt. Und ganz am Ende, wenn ihr dann alle sechs Kapitel gelöst habt, dann müsst ihr die Kapitel auch noch in die entsprechende Reihenfolge bringen, damit ihr den ganzen Kriminalfall gelöst habt. Genau. Schön ist halt, im Endeffekt kommt dann da ein Mini-Hörspiel am Ende bei raus. Das sehr, sehr cool ist. Ich persönlich bin ja auch ein absoluter Hörbuchhörer und auch Hörspielhörer. Es gibt ja auch schöne Hörspiele. Und da geht mein Herz natürlich auf. Ich finde es richtig geil. Also ich meine, es gibt ja kritische Stimmen, die sagen, da wäre ein wenig wenig Spiel drin in diesen Dingern. Sehe ich völlig anders. Ja. Also Spiel definiert sich ja bei mir nicht nur durch Würfeln, Karten legen, was weiß ich. Also es gibt ja tausend verschiedene Formen von Spiel. Sehe ich hier überhaupt nicht, warum man sagt, das ist kein Spiel, sondern, also klar, doch, ich habe doch ein gemeinsames Erlebnis. Ne? Finde ich auch, und es ist wirklich ein Erlebnis. Was man hier vielleicht zu den Zahlen, Daten, Fakten sagen sollte, hier steht 1 bis 4 Spielende drauf. Ich glaube, bei den ersten standen sogar noch 1 bis 6 drauf, weiß ich nicht. Auch die 1 bis 4 kann ich hier nicht wirklich nachvollziehen. Also ja, irgendwann diskutiert man sich natürlich wahrscheinlich den Wolf, wenn man mit so vielen Leuten spielt. Aber im Gegensatz zu einem Exit-Game zum Beispiel bei Cosmos, wo ich wirklich nicht mit mehr als 3 bis 4 Personen maximal am Tisch sitzen will, glaube ich, hätte ich hier kein Problem, wenn da auch mal 6 Mann am Tisch sitzen oder 6 Frauen am Tisch sitzen und sich das anhören. Vor allem das Schöne ist, es muss ja niemand was sehen, ja. Es muss ja nur zugehört werden. Und das kannst du natürlich auch mit 4 Leuten super wunderbar spielen. Ne? Ja. Und ich denke auch mit 6. Also theoretisch auch. Ich sehe keinen Grund, warum wir hier nicht zu 6 spielen. Theoretisch auch. Ja,
Ja, nochmal kurz zu den Sternchen- und Nicht-Sternchen-Karten. Ihr könnt halt entweder direkt alle 18 Karten ins Spiel bringen, dann ist es ein bisschen härter. Oder ihr könnt sagen, ich möchte die seichte Version in Anführungszeichen spielen. Dann nehmt ihr erstmal die 9 Karten ohne Sternchen, löst schon mal 3 Kapitel und könnt danach die anderen 9 nehmen und die anderen 3 Kapitel lösen. Ja. Dann ist es ein bisschen smoother quasi. Das stimmt. Ja, dann werfen wir nochmal einen Blick 1 bis 3. Da verweisen wir gerne auf unser Video. Genau. Und jetzt wollen wir mal einen Blick auf 4, 5, 6 werfen hier. Ohne natürlich jetzt groß zu spoilern. Was man mal festhalten kann, ist, dass diese Aufnahmen von diesen Hörspielen qualitativ alle super hochwertig sind und auch bleiben. Ne? Top-notch. Und das würde ich auch keinen... Alle 6 Fälle, würde ich sagen, sind was... Qualitativ, ja. Soundaufnahme angeht, super. Ja, also da würde ich auch kein Ranking machen, die sind einfach alle toppi. Also das macht einfach wirklich Spaß. So, wenn wir vielleicht so thematisch ein bisschen drauf eingehen, der Ring geht so ein bisschen wieder in die Richtung Mystery, bisschen ein Hauch von Gruselatmosphäre vielleicht, aber auch nur ein Hauch. Ja, nur ein Hauch. Ja. Die Violine ist eher, die ist tatsächlich etwas historisch zu sehen. Allerdings kann man hier auch festhalten, das spielt halt im 18. Jahrhundert, ne, in Österreich, und hier geht es halt tatsächlich um Musik. Ich kann jetzt schon mal sagen, wenn man sich mit Musik auskennt, ist es deutlich einfacher, das zu lösen, als wenn man sich nicht mit Musik auskennt. Das ist für mich auf jeden Fall der härteste Fall von allen. Okay, ja. Bisher, ich fand den am schwersten. Jetzt ist es so, also ich bin jetzt nicht der super Klassik-Liebhaber und so weiter. Also es geht um klassische Musik, muss man dazu sagen. Aber ich kenne mich schon so ein bisschen mit klassischer Musik aus. Ich fand jetzt nicht, dass eine Assoziation zu klassischer Musik super viel weiterhilft. Ich finde schon, es ist schon nicht ganz einfach. Aber gut, fand ich. Und also ich fand eher schwierig, dass da, ja, ich gebe dir recht, dadurch, dass halt sehr viel Musik ist und du bei den anderen Teilen immer darauf fixiert bist, wenn irgendwo Töne gerade so in Richtung Musik und so zu hören sind, du aktiv darauf achtest, welches Musikstück ist das jetzt gerade und ne, passt das zu der oder der anderen Karte und ist das die gleiche Musikrichtung? Das war bei dem hier deutlich schwieriger, das stimmt, ne? Ja, weil das immer irgendwie das mit Musik zusammenhängt, das ist richtig. Ja. Ja, und der letzte Fall... Der Mord of X ist tatsächlich wieder mehr so ein klassischer Mordfall, muss man fast schon sagen, wenn man das als klassischen Mordfall bezeichnen kann. Die Besonderheit bei diesem Fall ist halt, dass der von zwei Podcasterinnen, die so einen True Crime Podcast haben, begleitet wird. Also die sprechen den nicht komplett, aber die begleiten den so ein bisschen, muss man sagen, tatsächlich. Ne? Und ja, und führen einen so ein bisschen dadurch. Kommen wir ein bisschen zu den Pros und Kontras. Ne? Also erstmal muss ich dazu sagen, es reiht sich ein in meine Spielerfahrung, die ich mit der Echos-Reihe oder Echos-Reihe habe. Ja. Ich finde diese Reihe wirklich toll. Also auch alle Fälle, muss ich sagen, ne, haben mir Spaß gemacht wieder. Der eine tanken mehr als der andere, okay. Ne, aber alle Teile, würde ich sagen, ist auf jeden Fall kein wirklicher Fehleinkauf dabei. Und im Gegenteil, es hat mir von Teil 1 bis Teil 6 durchgehend alles Spaß bereitet. Total. Also, natürlich muss man auch sagen, jeder Fall ist natürlich anders und natürlich wie seine persönliche. Es geht hier, glaube ich, auch jetzt schon fast nach persönlicher Vorliebe. Wenn man grundsätzlich mit diesem Spielprinzip das mochte von den ersten Teilen, kann man hier einfach bedenkenlos zugreifen und auch egal bei welchem. Die sind ja auch nicht chronologisch aufeinander aufgebaut. Man kann auch erst den spielen, dann den oder so. Das ist völlig Wurst. Das tut sich nichts. Und, ob man einen Fall mag oder nicht mag, ist eigentlich reine Geschmackssache, ne? Ob das Thema einem zusagt oder nicht. Also anders kann man es ja schon fast gar nicht sagen. Ne? Also ja. Die einzige Besonderheit ist vielleicht, die man wirklich hervorheben muss, ist bei diesem Mord of X, dass man halt mit diesen beiden Damen hier, wie heißt sie? Jetzt guck ich Leo das, und... Lynn und Leo. Genau. Also ich, zu meiner Schande muss ich gestehen, den Podcast kenne ich nicht. Aber gut, dass die beiden Damen halt zusätzlich da so ein bisschen mit dazu reden. Aber ansonsten tun die sich nichts. Vom Schwierigkeitsgrad her muss ich sagen... Ist witzig, haben sie, wo es gerade erwähnt. Bei dem neuesten... Bei den beiden neuesten haben sie nämlich jetzt ein Level vorne drauf stehen. Ja, ja, also hier seht ihr auch, dass die Violine mit einem sehr hohen Level angegeben ist, mit 4 von 5. Ne? Der Mord of X ist schon wieder nur mit 3 von 5 angegeben. Bei den anderen haben sie das Level nicht drauf, deswegen können wir es im Vergleich jetzt gar nicht sagen. Ich hätte jetzt sogar bei dem, was bis jetzt erschienen ist, würde ich sagen, haben wir keinen 5 von 5 Fall bis jetzt.
Nein. Na, weil also, ich fand die Violine, was das Lösen angeht, gebe ich dir recht, am schwierigsten. Ist auch am schwierigsten. Also, ich sag mal so, wer Bock hat auf so ein schönes Rätselspiel, was mit einem gut gemachten Hörspiel gemacht, hinterlegt ist, der ist hier bei der Echos-Reihe einfach richtig. Das Schöne ist auch, wenn man ein Kapitel vollständig gelöst hat, dann kann man das nochmal komplett abspielen und dann kommt auch noch ein bisschen mehr als in diesen Schnipseln. Das heißt, man kann durch das Abspielen der Lösung ja nochmal Tipps für die nächsten bekommen, wenn man da noch nicht weiter ist. Das ist aber auch ganz nett. Also es ist wirklich toll und hochwertig gemacht. Ja. Das Problem ist, auch im Detail wollen wir jetzt ja auch gar nicht so viel erzählen, denn wenn ihr Bock habt, die noch zu zocken, dann ist es jetzt echt kontraproduktiv, da richtig ins Detail zu gehen. Also was es noch positiv auf jeden Fall zu erwähnen gibt, ist, es wird kein Material zerstört, nichts. Ne? Also man kann wunderbar das Ganze hinterher weitergeben. Man kann es auch getrost weitergeben, weil mehr als einmal spielt man es nicht, weil man kennt die Story. Ja. Ne? Also danach kannst du mit dem Ding einfach selber wirklich nichts mehr anfangen. Das ist richtig. Ist also, aber das kennt man ja von so Detektiv-Deduktionsspielen, ja. Nachhaltigkeitsaspekt und so weiter, man kann super weitergeben. Ne? Sie sind auch nicht teuer. Ich glaube, offizieller Preis ist so irgendwas um die 15 Euro. In der Regel kriegst du es irgendwo zwischen 11 und 12 Euro, würde ich sagen. Und dann nochmal für einen schmalen Taler weitergegeben und hast du für, keine Ahnung, 5, 6, 7 Euro, was du dann am Ende ausgegeben haben magst, ein super Spielerlebnis gehabt, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, zu sehr spoilern wollen wir nicht. Als einzigen Kritikpunkt, den ich habe, aber das ist, wie gesagt, persönlicher Geschmack, das hier mit diesem True Crime dazu passt für mich nicht so ganz in die Reihe. Ne? Weil es ist schon, es hebt sich deutlich von den anderen ab. Dadurch, dass ich bei den anderen eigentlich durchgehend es so habe, ich höre am Ende ja das komplette Kapitel und ziehe aber selber dann als Gruppe meine Schlussfolgerung aus dem Kapitel. Ich diskutiere über das Kapitel, ich sage, na, okay, das kann so oder so irgendwie in die Story reingehören. Und hier ist es so, dass die beiden, die Lynn und die Leo, am Ende dann, wenn das Kapitel gelöst ist und man den ganzen Zaunschnipsel gehört hat, quasi selber nochmal so eine Zusammenfassung geben und auch schon leichte Überlegungen dazu anstellen. Also quasi dich so ein bisschen an die Hand nehmen. Genau. Fand ich persönlich nicht so schön, ist aber eine persönliche Sache. Ne? Ja. Also wenn jetzt irgendwer damit einsteigt, findet das vielleicht sogar ganz hilfreich, dass der schon ein bisschen was an die Hand bekommt. Ne? Ich persönlich fand das nicht so toll. Und was leider für mich so gar nicht dazu gehörte, sie driften irgendwann zwischendurch ab in irgendwie, ne, wer war denn schon in Hamburg in König der Löwen, was halt so überhaupt nicht zu der Story passte. Hab ich nicht, ich weiß, ich hatte das voll getriggert. Mich hat sich überhaupt nicht, ich habe das überhaupt nicht so richtig wahrgenommen, also störte mich auch kein bisschen, weil es für das Spielerlebnis auch nicht viel ausmachte. Aber gut, ja, ansonsten, was soll ich sagen, die Reihe wird einfach nahtlos weiter gut durchgeführt oder wie auch immer. Wir freuen uns auf die nächsten Teile. Ich sag's mal, mein Lieblingsteil oder der immersivste Teil ist für mich immer noch der allererste, die Tänzerin. Immersivsmäßig hat mich kein anderer Teil so abgeholt wie die Tänzerin. Ich finde die alle gut. Aber da hat man so ein bisschen so einen Knoten, so einen Kloß im Hals irgendwie, wenn man das hört, diese Geschichte. Ja, ist witzig, haben wir ja schon drüber diskutiert, weil bei mir ist es so, ich gebe dir recht, die Tänzerin ist sehr immersiv und auch wahrscheinlich mit der immersivste Teil. Ja. Aber der Ring ist für mich quasi eine Stufe. Nee. Ja, also, nee, kann ich nicht. Weiß also ja. Der Tacken obendrauf kommt bei der Tänzerin durch meine Assoziation als Familienvater, okay. Ne? Das ist halt so das Einzige, wo ich sage, okay, das triggert mich deswegen nochmal vielleicht einen minimalen Tag mehr. Aber was die Immersion an sich angeht, der Story, die Tänzerin und der Ring, ist für mich okay. Ein und dasselbe. Das möchte ich von euch gerne mal hören. Schreibt doch mal in die Kommentare, welcher euer Lieblingsteil ist, von denen, die ihr gespielt habt. Und sagt mal, wenn ihr dazu schreibt, ob ihr alle gespielt habt oder ob euch noch welche fehlen und welchen ihr am besten fandet. Das würde mich einfach mal interessieren. Gucken wir mal, was da so zusammenkommt. So, vom Ranking her würde ich jetzt persönlich sagen, wie gesagt, daraus hört man, ne, bei mir war die Tänzerin vorher auf 1. Das heißt, Tänzerin und Ring ist quasi irgendwie so beides gleichbedeutend bei mir. Dann würde ich sagen, der Mikrochip. Dann würde ich sagen, entweder die Violine oder Cocktail. Der Cocktail. Ich würde sagen, eher die Violine als der Cocktail. Den Cocktail danach und dann der Mord auf Ex. Aber der Mord auf Ex liegt bei mir einfach nur hinten. Die Story an sich ist gut.
Mich hat halt das Drumherum einfach so. Also wir sind ja auf einem sehr hohen Niveau, ne? Ja. Da müssen wir einfach mal schauen. Also, wie gesagt, mehr würden wir zu den Teilen erstmal gar nicht erzählen wollen. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die findet. Ihr könnt auch noch mal was dazu schreiben, ob ihr sagt, das ist kein Spiel oder es ist ein Spiel. Interessiert uns auch. Was mich auch interessieren würde, das noch kurz am Rande. Wir haben nämlich jetzt... Ach ja, dieses Zettelchen, ne? Ja, wo ist es denn überhaupt hin? Ja, so habe ich es nicht wieder eingepackt? Weiß ich nicht. Er ist super stark. Keine Ahnung. Oder haben sie es denn bei dem... Ja, man kann das Ermittlungsergebnis irgendwo eintragen, ne? Also, da gab es so ein... Ich glaube, ich habe es tatsächlich nicht wieder eingepackt. Ist aber auch nicht schlimm, weil mich persönlich interessiert das gar nicht. Gut, dass meins ist. Hier ist es mit drin. Na, also sie haben jetzt mittlerweile so ein Ermittlungszettelchen reingepackt. Da können die verschiedenen Gruppen dann ihr Ermittlungsergebnis tracken, ne, mit wie viele Fehlversuche hatte ich und so weiter. Gibt mir persönlich überhaupt gar nichts. Interessiert mich auch nicht. Null. Also mich auch überhaupt nicht. Interessiert mich überhaupt nicht. Und Hauptsache, am Ende stimmt die Geschichte und ich hatte damit Spaß und das hatte ich bisher immer und das hat mir bisher ganz gut gefallen. Habe ich wirklich nicht wieder eingepackt. Egal. Ja. Gut. Ja, in dem Sinne, wie gesagt, kommentiert fleißig, schreibt uns was rein. Wenn es euch gefallen hat, würde ich sagen, lasst 1 bis 2 Daumen nach oben da. Oder natürlich gerne ein Abo, wenn ihr uns so grundsätzlich weiterhin nicht verpassen wollt. Und würde ich sagen, dann sind wir durch. Jo. Dann bleibt uns gewogen und wir sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Macht's gut. Ciao.